Herzlich willkommen bei Tischtennis Lernen zur zweiten Folge von dem Erfolgsrezept für den Rückhand Topspin. Heute wollen wir euch mal ein paar Übungen zeigen, wie ihr die auch anwenden könnt und die auch relativ spielnah sind. Bleibt dran und seid gespannt. Wir haben für euch drei Übungen vorbereitet. Wir wollen vom Rollen, also vom Überschnittball, Konterball, Blockball zum Aufschlag-Rückschlagspiel gelangen. Somit die erste Übung. Ihr könnt euch die Schwierigkeit selber aussuchen. Der Blockspieler spielt euch den Ball ein- bis dreimal in die Vorhand, wechselt dann irgendwann unregelmäßig natürlich in die Rückhand, da auch ein- bis dreimal. Und das wird dann in Dauerschleife gespielt. Worauf ist hier zu achten? Dass wir jedes Mal, wenn wir den Schlag aus der Vorhand ausgeführt haben, wieder zurück in die Grundposition kommen, weil wir nicht wissen, ob der Ball in die Vorhand oder in die Rückhand kommt. Das Gleiche gilt natürlich auch mit der Rückhand. Wir können jetzt hier nicht in der Endposition stehen bleiben und hoffen, dass der Ball in die Vorhand kommt, weil wir hier den kürzeren Weg haben. Der kann wieder in die Rückhand kommen. Darauf muss geachtet werden. Da liegt jetzt der Fokus bei dieser Übung. Das Tempo sollte moderat, also angemessen für deine Spielklasse sein. Du kannst jetzt nicht anfangen von beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. Fange langsam an und steigere dich dementsprechend auch etwas langsamer. Und es sollte immer Spin produziert werden. Zu der Übung. Ein bis drei Bälle in Vorhand und ein bis drei Bälle in Rückhand. Ist es unregelmäßig und durchaus auch schwierig. Wenn ihr das nicht schafft, macht das regelmäßig mit der bekannten zweimal Vorhand, zweimal Rückhand Übung und achtet genau darauf, wie der Abstand zum Tisch ist, um dann die Bälle mit einem moderaten Tempo zu spielen. Falls es aber euch zu einfach ist, ein bis dreimal, könnt ihr es natürlich steigern bis zu, so wie ihr wollt, ein bis fünfmal, ein bis viermal. Das ist dann euch überlassen. War schon schwer genug. Das war schon schwer genug. Unsere zweite Übung ist, dein Mitspieler, dein Gegenspieler, dein Übungspartner macht einen kurzen Unterschnittaufschlag. Du legst diesen Ball kurz und dann kommt der lange Schubball in die weite Rückhand und du eröffnest den Ball frei mit deiner Rückhand und ziehst einen Topspin. Hierbei ist wirklich zu achten, dass du, wenn du mit deinem starken Fuß, also mit deiner Schlaghand, Fuß so gesehen, nach vorne gehst, auf den Fußballen stehst und dich dann wieder abdrückst, um die Distanz zum Tisch zu gewinnen. Damit du hier wieder Zeit hast, um den Ball optimal zu treffen. Damit du keine Timing-Probleme hast, sondern das Timing richtig wählst für diesen Schlag. Die dritte Übung, die ist mit dem eigenen Aufschlag verbunden. Wir machen einen kurzen Unterschnittaufschlag über den ganzen Tisch. Der Rückschläger spielt den Ball entweder kurz über Mitte-Rückhand-Bereich oder lang in die Rückhand. Da habe ich sogar einen Schritt nach hinten gemacht. Worauf achten wir jetzt? Dass wir von Anfang an nicht zu tischnah stehen, damit wir auch den langen Ball anziehen können und nicht, wie schon erwähnt, in den Erfolgsrezept sind, hier in die Rückenlage geraten müssen oder sonst was. Das heißt, wir sind bereit für den kurzen Ball, um den Step nach vorn zu machen, entweder flippen wir den kurz und dann wieder zurück
mit der Distanz, die wir zum Tisch haben wollen. So, das waren drei Beispiele. Die haben wir uns jetzt überlegt im Vorfeld, aber es gibt natürlich auch ganz andere Übungen, die man spielen kann, um die Rückhanderöffnung über den Rückhandball zu trainieren und wie man den Abstand hält und die Schwerpunkte trainiert. Genau, und das war's von unserer Seite. Falls euch das natürlich gefallen hat, dürft ihr gerne immer einen Daumen hoch lassen. Alternativ auch mal gerne kommentieren, worauf ihr noch achten würdet oder achten sollte. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Table Tennis. Auf Wiedersehen. Ciao.